Ich will, dass du es so machst, wie ich dir eben gesagt habe. Und nicht Anna. Also du bist super gut. Sehr gut. Ja. Mach weiter. Zeig mir, wie das richtig geht. Eine Anweisung vom Chef. Wir haben ein neues Projekt. Das muss alles bis morgen Mittag erledigt sein. Historisch bezeichnet Feudalismus eine auf Lehnwesen und Grundbesitz aufbauende Herrschaftsform. Vor allem im Mittelalter oder in Agrargesellschaften war diese hierarchisch gegliederte Art der Herrschaft üblich. Übertragen auf die Davy-Portonismus-Matrix bedeutet dies eine klare Trennung zwischen oben und unten. Unten der Mitarbeiter anstelle des Bauern und oben statt Könige und Gutsherren, hohe Manager, Geschäftsführer oder Aufsichtsräte. Frau Fleißiger hat sich nicht nur rechtsvertraglich, sondern vor allem psychologisch an das Unternehmen gebunden. Ihr ist bewusst, dass ihre Bedürfnisse nicht im Mittelpunkt stehen. Auf gesteigerte Arbeitsvolumina reagiert sie mit Effizienzsteigerung. Angestellter Herr Ausgebrannt befindet sich rechtsvertraglich im gleichen Verhältnis als Frau Fleißig. Die Rolle der Marionette gelenkt von oben, demotiviert ihn zunehmend. Im Worst-Case-Szenario führt dies zu einem ausbeutungsähnlichen Arbeitsverhältnis und früher oder später zur geistigen Erschöpfung von Herrn Ausgebrannt. In der Theaterwelt finden wir also ein schon immer dagewesenes Paradebeispiel dieser soziopsychologischen Vertragsart. Oben steht der Regisseur, selbst Künstler und in den meisten Fällen alleiniger Machthaber. Am Beispiel der beiden Schauspieler ist klar zu erkennen, welche Ausprägungsformen Feudalismus annehmen kann. Während Schauspielerin Michelle zu Höchstleistungen aufläuft, dem Regisseur zu 100% vertraut und sich seinen Vorstellungen unterordnet, reagiert Schauspielerin Julia mit Argwohn und Verletztheit. Sie lässt sich ausbeuten, anstatt sich selbst zu verwirklichen.